Weiter Halimas Weg im Wettbewerb, ein Monat in Thailand im Wettbewerb und im Nebel im Wettbewerb. Halimas Weg ist eine heftige Nummer, auch wieder aus vom Balkan. Auswirkungen des Krieges, wo letzten Endes sich herausstellt, aber das will ich nicht verraten. Es geht auch ein bisschen um Christen und Muslime, die eigentlich miteinander nicht dürfen und wollen oder können untereinander nicht heiraten sollen. Und daraus entspinnt sich dann ein Familiendrama vor dem Hintergrund eben des Krieges. Heftige Kost, aber gut zu empfehlen. Ein Monat in Thailand ist eine reine Beziehungsgeschichte aus Rumänien. Ein Paar trennt sich während der Silvesternacht und der junge Mann geht dann zu seiner alten Freundin zurück. Es ist ein Film, der kann jetzt überall spielen, der muss jetzt nicht in Rumänien angesiedelt sein. Das ist eine allgemeine Geschichte, die auch nicht irgendwie vor irgendwelchem politischen Hintergrund, eine ganz reine Beziehungsgeschichte. Und dann ein hochinteressanter Film aus Weißrussland, Im Nebel, vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, eine Geschichte, wie ein Mann, der Kollaboration mit den Deutschen verdächtigt wird und erschossen werden soll von den Partisanen. Und der Mann hat aber eigentlich gar nichts gemacht, bloß er kann es eben auch nicht beweisen. Eine hochinteressante Kriegsnummer, etwas lang und auch heftige Kost, aber für den Freitag vielleicht gerade so mal zu ertragen.